Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Auf dem Weg nach Hause, ne? Getrautes Heim, ne? Zu Hause ein Schwein, also ich dann bald. dauert noch ein bisschen. Wir wollen uns in dieser Folge eigentlich darum kümmern, dass wir hier die Heizung ein bisschen weiter ausbauen, beziehungsweise die Werte denn günstig steigern, ne? Weil Wärme ist hier noch ein bisschen im Hintertreffen, das muss aufholen. Und deswegen müssen wir dann diese Portugiesen herstellen. Aber wir laden erstmal aus, was haben wir denn so Schönes. Weil wir haben hier 10.000 Superlegierungen. Letztes Mal waren wir hinten in der Höhle, haben noch eine goldene Kiste abgeholt. Könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen, wenn ihr wissen wollt, wo die liegt. Und so ist eigentlich bei ja, nicht jeder Folge oder sowas, ne, aber wir haben schon einiges und einiges weiß ich auch, muss ich mal ernsthaft sagen, ne, das auch ein bisschen cool ist, dass ich das so weiß, ne, noch weiß. Aber viel weiß ich dann auch nicht mehr. Den Schiff wollen wir jetzt noch machen und dann kommt Thema Heizung. GPS, ne, GPS. Ich glaube, die Pflanze, die tauschen wir hier gleich mal aus, ne. Hello, hello. So, zack, zack. Weil das bringt dann nochmal ein paar Prozente mehr. Und ist dann irgendwie auch ein bisschen cool. So. Ja, hätten wir mehr davon, würden wir die auch noch einsetzen, aber haben wir nicht. So, das heißt jetzt, der Sauerstoff ist immer noch auf einem sehr guten Weg. Aber Heizung müssen wir noch jetzt bauen. Wie viel wollen wir bauen? Wir haben Iridiumstäbe, weiß ich nicht wie viel, müssen wir mal gucken. Wie viel wir eigentlich von den Stäben haben. Zwei. Das heißt zwei Heizungen. Aber ich glaube, ja, davon können wir nämlich auch noch zwei machen. Das heißt, vier Heizungen wollen wir bauen insgesamt. Das hört sich aber dann auch schon wieder sehr, sehr cool an. Mit vier Dingern. Und besonders müsste ich davor, das habe ich ja letzte Folge geguckt, den hier erstmal noch bauen. Das heißt, den Uranstab, alle Stäbe weg. Zweimal Superlegierung noch. Und Wasser. Wasser braucht... Oh, dreimal Superlegierung. Und Wasser. So, und Wasser wollen wir nicht neu nehmen, sondern dann nehmen wir dich mal gerne hier weg. Und es regnet sehr, sehr viel. Und eigentlich müsste unten auch mal richtig nass werden, ne? Aber jetzt noch nicht, bitte. Jetzt noch nicht. So... Weil energiemäßig sah das einfach mal ein bisschen sehr, sehr low aus. Ne? Jetzt können wir den wenigstens bauen. Ne? Weil wir auch, ja, könnten dann natürlich auch demnächst zur Uranhöhle dann nochmal hinmachen. Aber so baue ich die lieber nebeneinander jetzt hier. Da bin ich energiemäßig jetzt ein bisschen mehr. Ne? Von, ja, davor waren wir bei 14 oder sowas. Ne? Jetzt fast 100 mehr. Das ist gut. Ich weiß ja nicht, was der macht, aber doch. Naja, denn doch nicht. Dann waren wir bei 24 oder so. Und dann kommen die Heizungen. Also Aluminium, Silizium und was war noch? Titan. Titan 4 Stück. Silizium 4 Stück. Und ein Alu 4 Stück. So, und dann können wir nämlich die Heizung ballern. So, wo ballern wir die denn hin? Hier hinten sind wir eigentlich ziemlich voll. Könnte man jetzt sagen, ey, klar, ne, ballern wir jetzt hier noch eine hin. Ist nicht so schlimm. Und hier noch. Weil wir kommen ja hier noch hin. Und dann machen wir hier in der Mitte zu. Und vielleicht hier noch zu. Sieht ja noch nicht so geil aus, aber naja. Wir können die natürlich auch oben reinsetzen, denn das werden wir auch noch sehen. Ich will mal gucken, wie viel das gebracht hat. Und zwar erheblich viel. Ne? Jetzt holt das ein bisschen auf. Auf jeden Fall. Sieht zumindest so aus, ob könnte das aufholen. Zwar den Sauerstoffgehalt jetzt nicht so unbedingt. Ne? Da wird noch ein bisschen sehr viel dauern. Aber von den anderen auf jeden Fall. Ich guck mal, ab wann denn irgendwann hier das geht. Achso, bei Sauerstoff kriegen wir erst die Heizung. Und das heißt, da fehlt noch ein bisschen was. Schön, da ich ohne Flasche trinke, die schon leer ist. Kennt ihr das?
Ja, wie oft hier auch so, dass man so eine Flasche hat, dann ist hier der Deckel noch drauf und man immer wieder, das lässt sich nicht verhindern. So, ist genauso auch die Wärme, ne? Bei 2 UK geht es denn erst los mit dem Eigengenerator, also gehe ich mal von aus, dass es eben bei 2 UK denn erst auch so warm ist, dass es denn wirklich denn so warm ist. Ich habe Durst. Ah, achso, dann könnte ich ja die eigentlich auch so reinmachen. Das hieße eigentlich für uns, wir haben von der Warte aus viel Material jetzt eigentlich verloren. Und müssten jetzt zusehen. Also ich glaube, Sauerstoff ist somit das Wichtigste, was wir so machen können. Also das Allerwichtigste, was so in der Werte-Sache so ist. Wir können hier nochmal gucken, weil wir brauchen mal 360. Ne? Und hier 700. Ne? 700. 300. Ne? Also da ist ja, danach wird ja auch M kommen, glaube ich. Ne? Das heißt, von Luftdruck brauchen wir am wenigsten, dann brauchen wir von denen brauchen wir allerdings sehr, sehr viel. Ne? PP und hier den PP M. Und ja, MIT ist ja klar. Glaube ich zumindest, dass das so gerechnet wird. Ich bin mir da auch nicht so sicher, ne? Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das denn so... Hier sind ja noch MT und dann kommt irgendwann GT, ne? GT ist ja dann gigamäßiges... Bam, bam, bam. Und Sauerstoff ist nun mal der wichtigste für den Planeten. Aber es wird blau. Wir haben schon blauen Himmel. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Fliegen wir mal zur Superlegierungshöhle nach hinten. Weil da will ich auch gucken, unsere Durchgänge sind ja noch nicht frei. Das heißt, wir haben ja immer noch viel Eis auf dem Planeten. Und damit sind auch Höhlen verschlossen, die wir so eben nicht erreichen können. Dann will ich euch mal hinten jetzt die Superlegierungshöhle zeigen. Die auch ein bisschen cool ist. Ich weiß nicht, ob sie hier hinten irgendwas noch ausgebaut haben. Ich gehe nicht davon aus, weil wir haben ja nur das Ei. Ich glaube, wir haben nur ein Biom, was mehr ist, also was dazugekommen ist. Ich glaube, mal andere gibt es hier gar nicht so. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ja hinten ja trotzdem irgendwas gemacht. Ich weiß es nicht. So, wir brauchen wie immer denn dazu zweimal Titan, wenn wir das machen wollen. Dreimal Eisen. Wenn wir das so finden. Einmal Silizium auf jeden Fall. So, und dann können wir, hier ist ein Durchgang. So, Schwefel. Ne, dann sind da hinten auch die Sandfalls, ne, die da dann noch, ne, also so eine Sandwalze, ne, die so als Wand runtergeht. Und die Tür bitte. So, dann können wir hier schon mal Sauerstoff schnappen. Und hier jetzt auch mal rinfliegen. Hallöchen. Na? Schöne Erde hier. Jo. Das nehmen wir natürlich auch. Der ist natürlich jetzt nicht so geil. Ich nehme nur erstmal der wichtigste mit. Na, also nicht wundern. Den Rest brauche ich noch nicht so. Das können wir dann später irgendwann machen, wenn wir echt... Das heißt Langeweile, aber auch... Irgendwann kommt ja der Teleporter und dann kannst du dann ja ein bisschen... kultivierter hin und her machen und dann musst du dich hier nicht in den Bäusch schleppen. Wir haben auch noch nicht den T5 Rucksack, also dementsprechend dauert das eh ja alles noch so ein bisschen, bis wir vorderster Ebene sind. Ne? Hier weiß er auch nicht, was hier kommt später. Ist hier noch ein Tor? Wird hier noch irgendwas erscheinen? Haben die gesagt, das ist so. Weil von draußen sieht es schon so ein bisschen wie ein Tempel aus. Finde ich jetzt persönlich schon so. Und deswegen weiß er ja noch nicht, was hier denn später die sie einfallen lassen, ne, oder denn auch so storymäßig da ein bisschen auftrumpfen. So, den nehme ich natürlich mit, den Chip. Logisch. Weil wir jetzt die Taschen nicht voll haben, ne, mache ich noch in die große Iridiumhöhle vorne.
dann einfach auch die Reste dann voll zu kriegen. Ich gehe einfach mal so quer durch, ne? Weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist. Ne, hier waren wir auch schon. Manchmal übersieht man ja hier alle. Ja, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Meine Freunde danach. Na hier. Ich will sagen, warum haben sie denn den Ausgang versteckt? So, erstmal aufpumpen hier ein bisschen. Dann geht's ja nach vorne weiter. Weil wie man hier so sieht, ne, durch die ganzen Raumschiffe waren hier auch schon viele runtergekommen und haben hier wieder, also ich denke mal mehr abgestürzt, ne? Was die Sucht werden sie nicht haben, aber dass die hier so abstürzen und dann ja sich mal umgucken und sagen so, boah, weder ist voll cool, oder dazu sagen so, macht eh keinen Sinn, ne? Geben wir uns die Kugel. Aber weil ich glaube hier so nicht nur, dass man die ganzen Ressourcen nicht hat und dass die fehlen, ne, und hier Aufbau wahrscheinlich sehr schwer ist, sondern ich glaube auch, was ganz, ganz viel bei solchen Momenten dabei ist, die Einsamkeit. Ne, dass die Leute dann aus Einsamkeit dann kaputt gehen, denn nicht mehr so richtig wahrnehmen, dass sie ums Überleben kämpfen und dann eben halt vor der Hunde gehen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ne? Dass das hier auch eine sehr, sehr große Rolle spielt bei sowas. Aber weiß, ne? Der Mensch hat das ja so ohne mehr gelernt, ne? Wie das denn so richtig ist. So. Ja, ist so gut hier. Also hier oben liegt noch einiges rum an Stuff. Nicht gut. Muss ich ja nicht so den Kopf machen. Wir müssen da raus, ne? Halt ja auch hier rein. Achso, hier unten. Schon gewundert, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wo geht's denn jetzt eigentlich lang? Ups. Ja. In den neuen Biomen. Ich weiß ja nicht, ob es denn jetzt von den, weil es gibt ja den Insekten, ob wir denn irgendwie irgendwas mäßige denn da hinten Neues haben. Also heißt wie neue Mineralien, Rohstoffe oder neue Sachen, die wir denn allgemein bauen können. Bisher sieht es noch nicht so aus. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass es nicht so klein ist, dass sie nur gesagt haben, die malen da ein neues Biom, klatschen da ein paar Standard Rohstoffe hin. Und uiuiui, okay. Und das war denn so auf gut Deutsch, ne? Das würde ich jetzt persönlich nicht so geil finden. Sondern ich hoffe, dass die da ein bisschen noch ja, schönere Tinnen gebaut haben, dass man auch wenigstens ein bisschen was bauen muss. So. Hier zum neuen Energieteil. Und das dauert noch, ja, Mühchen. Ein kleines Mühchen. Ne? Das auf jeden Fall. Und bei der Wärme, es wird eine Ewigkeiten dauern, ne? Ganz ehrlich. Ist natürlich auch die Sache, wenn wir sagen, okay. Wir machen das behutsam, immer ein wenig und nicht so auf die Mega-Schnelle. Wird es natürlich dann immer so ein Stück dauern, ne? Nur den Stab mal hier hinten erstmal rein. Vielleicht finden wir ja auch noch viele Stäbe. Ich weiß ja nicht, was da hinten zum Beispiel beim Dings ist, beim neuen Gebiet. Oh, siehst du? Fängt nämlich an, dass wir hier schon langsam keine mehr haben. So, ich nehme das mal alles auf, damit ich den mal hier schrotten kann. Dann nehme ich Nummer 2. Eisen dazu, damit wir hier sagen können, okay, wir bauen hier einen großen Schrank hin. So, ja, Stoff. Oh. Reinmachen. Und hier alles, was wir denn ja, so nebenbei finden. Bei Iridium? Wo machen wir denn als nächstes hin? Wenn jetzt Iridium da hinten ist noch ein bisschen was, ne? Dann hätten wir ja oben die Höhle, die könnte ich auch gleich noch untersuchen. Beziehungsweise hinten beim
bei den Schwefelteilen, ne? Wer weiß, was das da so gibt. Osmium lag ja jetzt auch darum. Das ist, wenn man hier so abglitscht beim Quasseln. Oh, jetzt fliegt man hier oben lang. Ist ja vielleicht eine super Abkürzung. Aber mit den T2 ist spürbar. Spürbar schon anders. Ist schon ein Stück schneller hier. In der Gegend. Sondern das kann man jetzt auch nicht sagen, so, ja, naja, denn lieber, dass man Superlegierung, weil hier gibt es ja so viel. Nee, so viel gibt es hier oben auch nicht. Ne? Das ist ratzifatzi weggebraucht. Verbraucht. Und man hat da echt nicht so viel von. Also zumindest auf jeden Fall weniger als man denkt. Kann ich euch versprechen. So, ja, würde schon sagen, hier war ja noch Uranchen drin. Sammeln wir erstmal das hier ein, das ist ja auch was Leckeres. Aha. Ich hasse es. Ne, ich mag sowas nicht, gar nicht. Ne? Wenn ich das sehe, wird auch noch angezeigt und ich krieg's nicht, weil zu weit weg oder so. Ne? Hier nach oben geht's auch, ne? Da kommt irgendwann kommt hier eine Ranke runter. Und da können wir da nämlich hin. Oh, guck mal, das hier ist nämlich schon nicht schmolz. Der kleine Weg hier. Und so, und dann können wir nämlich hier sagen, ey, willkommen im Schwefelparadies. Und das ist nämlich hier dann auch gleich noch eine neue Höhle. Irgendwo hier denn gleich. Irgendwo hier denn gleich. Ja, Hallöchen, Popöchen. Na, wie schaut's aus? Schön, schön, schön. Ich habe natürlich jetzt hier keinen Sauerstoff oder so. Deswegen müsste ich eigentlich dann mal was bauen, ne? Wenn ich leben möchte. Oh, so viel Eis, aber so wenig andere Scheiß. Oh, der könnte aber eine knappe Nummer werden, ne? Ich brauche noch einmal. Ja. Puh. Doch nicht knapp. Doch lecker. Lecker, lecker Hühnerschrecker. So. Weil wir wollen ja in Ruhe hier weiter sammeln. Ein bisschen Blödsinn. Die ja jetzt ständig abgelenkt werden hier von nichts. Nicht und noch mehr nicht. So, hier ist noch zu. Hier können wir auch nicht sehen, was das hier noch Leckeres geben würde. Ah, das ist ja hier so ein Luftschweber. Anerkannte Luftschweberei. Deswegen würde ich auch bis hier alles eigentlich mitnehmen. Was Freude macht und funkelt. Ja, Schwefel funkelt jetzt nicht so doll. Aber ist mir egal, ich nehme es trotzdem. Gudi. Soll ich euch das da hinten noch zeigen? Ob mehr Höhlen waren hier nicht, ne? Hier jetzt auf jeden Fall nicht. Aber man sieht dann hier am Ende. Also hier ist das, ne, da bin ich auch mal gespannt, was sie hier denn später draus bauen. Ne, interessant. Aber hier kann man auf jeden Fall noch was draus bauen. Was weiß ich noch nicht, aber irgendwas garantiert. Oh, Stäbe. Naja, das nicht. Aber das hier noch? Geil. Da bin ich ja schon mal zufrieden, da ich euch zeigen wollte, da ich das jetzt noch gesehen habe. Und gefunden habe. So, jetzt heißt es nur noch Rückflug. Den werde ich wie immer alleine machen. Wir haben Wärme, haben wir aufgebaut. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben neue Orte gesehen. Beziehungsweise Orte, die wir in der Staffel schon
noch nicht besucht hatten, haben wir jetzt mal uns angeguckt. Wo es noch was zu schnabulieren, zu suchen und zu plündern gibt. Plündern wir hier eigentlich? Wir sind ja hier Fremdlinge auf dem Planeten. Ich würde sagen, wir plündern. Wir plündern, wenn wir den Planeten ausplündern. Mit Plunder. Ich weiß das nicht. Könnte sein. Ja, und ich freue mich schon tierisch, wenn es hier mal Wasser gibt, ne? Könnt ihr mal gleich gucken, ob es hier vielleicht schon irgendwie erste Anzeichen von Wasser gibt oder geben könnte. Aber ich glaube nicht. Gucken wir gleich mal hoch, da ist ja gleich Sauerstoff, ne? Da sind wir ja noch nicht so gefährdet. Nö. Hier gibt es noch nicht so richtig Anzeichen dafür. Schade eigentlich. Und in den kleinen Fluss hier wird es auch nichts geben. Denke ich mal. Also hier in dieser kleinen Senke. Das war doch eigentlich immer so. Ne, hier ist auch noch nichts drin. Schade. Dann bin ich mal gespannt, wann das so richtig kommt. Hier unten haben wir auf jeden Fall einen Fluss. Er weiß ja nicht, ob der denn so weit weg ist. Hier unten. Hier bei den hier. Aber da könnten wir ja auch sagen, ey, pass auf, hier hauen wir die eigenen Dinger rein. Hier haben wir ja schon eine kleine Base, ne? Und hier bauen wir, lagern oder wie auch immer, das so ein bisschen ein und schleppen uns dann mit einmal nach oben. Oder ich kann ja den auch, ja, 10.000 mal hin und her. Ne? Das kriegen wir ja, oder kriege ich ja auf Screen denn gut hin. So, der Plan für nächstes Mal, weiß ich noch gar nicht so richtig, ne? Ich würde die Heizung eigentlich hier so nach oben ein bisschen bauen. Vielleicht das hier allgemein oben ein bisschen weiter bauen. Ne, dass wir ein bisschen höher kommen und dass es vielleicht ein bisschen cool aussieht, aber wird schwierig auf jeden Fall. Muss ich mir mal überlegen, wie wir das denn am besten machen. Ne? Aber das natürlich beim nächsten Mal. Ne? Ich lage noch ein und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.